habe neulich so einen Zeitungsbericht in der BZ gelesen, wo stand, dass an Berliner Schulen neuerdings auch Ecstasy verkauft wird, auf dem Schulhof. Und dann dachte ich mir so, okay, dass an Berliner Schulen Drogen genommen werden, ist irgendwie klar. Aber wie krass muss man bitte sein, sich auf den Schulhof zu stellen und Ecstasy an Elfjährige zu verkaufen? Das ist eine Marktlücke. Wirklich jetzt, es gäbe einfach kein Mobbing mehr. Alle säßen so voll verklatscht in ihrem Klassenzimmer. Ja, alle hätten sich so voll lieb, jeder würde zu seinem Sitznachbar kraulen. Boah, deine Haut ist voll weich. Hau raus. Ich muss ein bisschen ausholen. Ja, hol aus. Wenn Sie was vorhaben. Ein Polizist stoppt einen offensichtlich angetrunkenen, schlangenfahrenden Autofahrer. Dann stoppt er ihn, habe ich schon gesagt. Und sagt er, sind Sie mit einem Alkoholtest zufrieden? Okay, in welcher Kneipe fangen wir an? Hat sich gelohnt. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, so, bei uns ist auch so, das ist auch krass hier zum Beispiel, auch so in der Großstadt, das ist so, gestern Cocktails, ey, du bekommst hier alles, was du willst, ne? Mojito, Caipirinha, Sex on the Beach, was du haben willst, ne? Ey, wisst ihr, wie eine Cocktail-Night am Dorf aussieht? Dann hast du, Corn-Cola, du hast Corn-Brause, du hast Corn-Eistee und du hast den Cocktail des Hauses, das ist Coco. Coco kennt man, oder? Coco ist Korn mit Korn. Das ist eine Cocktail-Night am Dorf. Himmel der Bayern. Servus, ich bin der Seppi. Aber das haben sie sich wahrscheinlich schon gedacht. Ich schaue ja auch aus wie ein Seppi. Ich bin heute hier, um Ihnen das neue Schmankerl aus dem Hause Mittinger zu präsentieren. Passend zur Starkbier-Saison kommt jetzt das neue Dünner Mittinger von der Brauerei Mittinger. Nach altem Rezept mit dem Zausener Donnerhopfen zubereitet und mindestens 3 Jahre gegärt, nimmt es unser Dünner Mittinger mit jedem dahergelaufenen Bock der Konkurrenz auf. Denn wo andere Starkbiere nur fad die Speiseröhre abdritscheln, da knallt unser Dünner Mittinger wie eine Stalinorgel in den Blutkreislauf. Das Dünner Mittinger ist bei alledem jedoch auch noch sakrisch bekömmlich. Reich an Vitamin C, isotonisch, stimulierend, vitalisierend, aphrodisierend, euphorisierend und rundum einfach geschmackig. Ich persönlich trinke es auch gerne mal zum Frühstück, um gleich mit vollem Elan in den Tag zu starten. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Also, Prost! Thank you.